wie die meisten von euch wissen, ist es ja am 4.2. soweit. Ab dem 4.2. kann man seinen Minecraft-Ingame-Namen bzw. Username ändern. So, Freunde und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Runde 1 vs 1. Und was euch wahrscheinlich sofort auffällt, ist, dass ich keinen Shader drin habe. Ich würde es jetzt mal ohne Shader probieren. Ich habe ja gestern sogar schon ohne Shader gespielt. Als ich... Ja, was hatte ich gestern nochmal gespielt gehabt? Ach, gestern hatte ich ja... Stimmt, genau, gestern hatte ich ja Smash gespielt und da habe ich auch schon ohne Shader gespielt. Und jetzt probiere ich das Ganze einfach mal bei Teamoli, ob das ein bisschen einfacher läuft, ein bisschen flüssiger läuft. Und nebenbei habe ich ja noch ein schönes, kleines... Themachen. Und ich würde mal sagen, wir gehen vielleicht direkt in die Warteschlange rein und dann gucken wir einfach mal, ob es ein bisschen einfacher jetzt wirklich ist, ob mit oder ohne Shader. So, und der hat sich da jetzt einen Bogen hingelegt. So, er kommt jetzt gleich um die Ecke. Wunderbar. Wo will er denn hin? Was hat er denn vor? Das will mich irgendwie ganz böse überraschen, glaube ich. Ach, er geht hier hoch. Okay, das war, glaube ich, eine kacke Idee von mir. Ich bin mich schon direkt vergiftet. Shit. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Was ist er denn für einer? Hä, wo ist er denn jetzt hin? Ach, der ist mir gar nicht hinterhergekommen, der Kollege. Der ist mir gar nicht hinterhergekommen. Und zwar, wie gesagt, ich habe auch ein kleines Thema. Und wie ihr alle wissen, oder wie ihr ja wahrscheinlich alle wisst, wo ist er denn jetzt? Trank der Stärke. Ich brauche Leben, ne? Ich hab nur einen Schadenstrang und ich hab nur das andere, aber ich habe kein Ding fürs Leben. Und so wie die meisten von euch wissen, ist es ja am 4.2. soweit. Ab dem 4.2. kann man seinen Minecraft-Ingame-Namen bzw. Username ändern. Und ich bin da schon mal ganz gespannt drauf, wie das Ganze so ablaufen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach so sein wird, dass man ganz einfach auf der Mojang-Seite dann einfach die Möglichkeit hat, irgendwie eine Funktion hat, in der man dann seinen Namen ändern kann. Und ich bin da schon ganz gespannt drauf. Ich bin auch am überlegen, ob ich meinen Namen jetzt irgendwie nochmal extra anpasse. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Aber ich bin ganz gespannt. Das ist jetzt, wie gesagt, in der Version 1.8 dann möglich. Und ich bin gespannt, wie das Ganze so anschlagen wird und im Endeffekt, wie es wirklich dann auch geregelt wird. Weil es wird wahrscheinlich auch so sein, dass man auf jeden Fall keinen Namen doppelt nehmen kann. Das heißt, man kann sie nicht einfach jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Gronkh zum Beispiel Gronkh in Minecraft heißt, kann man sich zum Beispiel nicht mehr Gronkh nennen oder sowas. Also das wird auf jeden Fall nicht möglich sein. Man kann sich auf jeden Fall nicht doppelt irgendwie wie jemanden benennen. Deswegen, da wird es auf jeden Fall schon mal keine Schwierigkeiten geben. Das heißt, man kann sich auf jeden Fall schon mal nicht gegenseitig faken oder sowas. Das wird auf jeden Fall nicht der Fall sein. Und wieso kommt er da oben nicht runter? Das ist immer so ein bisschen blöd. Man spielt dann 1 für das 1 und dann campen die hier irgendwo. Ja, das ist, finde ich, mistig eigentlich hier ein bisschen. Ach, das ist abgebrannt. Ja, deswegen, dann brauchen wir kein 1 für das 1 spielen, weil das ist einfach langweilig. Komm, spielen nochmal eine andere Runde gegen jemanden, der auch richtig spielt. Und nicht nur so ein Käsekram hier. Und deswegen, man wird sie auf jeden Fall nicht faken können. Das ist eine ganz, ganz praktische Sache eigentlich. Und deswegen freue ich mich, oder ich bin schon mal gespannt auf den 4.2., wie das im Endeffekt dann ablaufen wird. Wie man im Endeffekt, wie das mit einer Funktion so, oh, man hat nur einen Pfeil. Wie das mit der Funktion laufen wird. Alter, die trifft er. Alter, richtig gut getroffen. 1,5 Herzen noch gehabt. Und das ist, wie gesagt, eine Funktion, die sich wirklich schon alle gewünscht haben, die jetzt schon wirklich Ewigkeiten... Ach ja, erwünscht wird und wann kann man sich endlich seinen Namen ändern und jetzt ist es endlich dann soweit. Und dann bin ich mal gespannt. Hier, die trifft einfach. Ah, sie wieder 3,5 Herzen noch gehabt. Nicht möglich. Nicht möglich, da irgendwas zu reißen. Jetzt spielen wir gegen Petro. Lava-Eimer. Dann legen wir uns mal da vorne hin. Den möchte ich mich ganz gerne jetzt mit einem Lava-Eimer überraschen. Ah, Mist. Jetzt kommen wir mit dem Bogen. Ganz freches Schlawinerchen. Hier seht ihr, wie es laggt. Das ist der Server richtig. Ich finde das komisch. Vor allen Dingen sind jetzt überhaupt nicht viele Spieler online. Also ich kann das nicht nachvollziehen manchmal. Wenn die Spieler überfüllt oder wenn die Lobbys überfüllt sind, verstehe ich das. Aber so weiß ich nicht. Warum dann mal so schnell die Lobbys überfüllt sind. Aber was soll's. Spielen wir mal mit dem gleichen Kit. Dann müssen wir uns mal ein bisschen hier was zurechtlegen.
Damit wir auch die Möglichkeit haben, uns zu löschen, wenn wir irgendwie attackiert werden. So, das ist jetzt hier. Guck mal hier, was ist denn das hier? Ja, und so ist das Spiel noch irgendwie unmöglich. Bei sowas, bei solchen Lags und bei im Boden rumbaggen. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch auf den 4.2. irgendwie freut. Und wenn man auf die allgemeine Funktion an sich. Okay, Einschlag. Auf die allgemeine Funktion überhaupt, sein Nickname zu ändern. Also ich find's mal ganz praktisch, weil es gibt ja doch einfach solche Zeiten, wo man sich einfach so genannt hat, wie man einfach im Endeffekt später überhaupt nicht mehr heißen möchte. Einfach aus irgendeinem Grund, wenn man irgendwie damals ganz spontan einen Minecraft-Account gemacht hat und sich da irgendwie benannt hat oder was auch immer. Es gibt immer irgendwie verschiedene Sachen, warum man zu diesem Namen gekommen ist. Und wenn man vielleicht nicht mehr so heißen möchte, ist es dann doch schon blöd, sich extra deswegen einen neuen Account kaufen zu müssen, damit man sich dann irgendwie umbenennen kann und einen Namen hat, den man dann, mit dem man sich auch zufriedenstellen kann. So. Und der Kollege hier möchte jetzt attackiert werden. Guckt euch das an, wie das immer laggt. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Naja, was soll's. Und dann würde ich sagen. Okay, oder wollen wir noch eine Runde? Doch, eine Runde können wir noch machen. Ach, wir machen noch ein paar Runden. Gucken, wen haben wir jetzt? Chroni-LP. Und Chroni-LP ist tatsächlich ein Premium-Spieler hier auf dem Server. Der Chroni. Oh, der Chroni hat mich schon getroffen. Chroni. Chroni hat mich schon getroffen. Oh, Chroni ist tot. GG. Alter, dir ist nicht gedacht. Ja, natürlich Hacks. Ich meine, ich bin natürlich so ein Mega-Hacker hier, das ist natürlich ganz klar. So, eine Runde machen wir noch, würde ich sagen, und dann haben wir hier erstmal unseren. Hä? Achso, ja. Was sollst du erstmal umziehen jetzt hier? Ne, da kommt dahin, da und. Ja, gut, da haben wir uns erstmal umgezogen. Haben wir noch einen Bogen? Perfekt, den haben wir auch noch. Wo ist er hier? Komm her, komm hier, komm. Lalalala. Ach, man ist auch noch unsichtbar. Man sieht sich nur wegen der Rüstung. Das ist hier wieder so ein Mega-Kit. Oder kann man sich hier eigentlich auch töten? Das wäre jetzt blöd, wenn er gleich einfach wegrennt. Okay, das ist wieder so ein Kit, wo man sich wieder nicht töten kann. Beziehungsweise was wieder Ewigkeiten dauert. Na komm. Oh. Das gibt's doch gar nicht. Hä? Wieso ist er denn tot? Das habe ich jetzt. Naja. Und dann würde ich sagen, dann war es ja auch mit dieser kleinen Runde. Wie gesagt, ich freue mich auf den 4.2., wenn die das wirklich mal mit der Funktion durchsetzen, dann wenn das endlich soweit ist. Ich bin gespannt, wie das Ganze so sein wird, wie man seinen Namen so ändern kann. Und dann würde ich sagen, ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch vielleicht euren Namen ändern möchtet oder was ihr allgemein von der Funktion haltet. Und dann würde ich sagen, bis morgen und danke fürs Zuschauen. Tschüss.